Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marianne und ich bin heute zu Besuch bei Matthias Meindl. Ich bin ja eher Rennstreckenanfängerin, erst ein paar Mal gefahren und habe heute das Glück, dass ich den Matthias, der ja wirklich Profi auf der Rennstrecke ist und schon viele Kilometer hinter sich hat, ein paar Fragen stellen darf. Und wir haben generell jetzt vor, eine Reihe oder eine Videoreihe zu machen über das Verhalten auf der Rennstrecke. Und heute starten wir mal mit dem ersten Video und zwar geht es da um die Flaggenkunde. Matthias, was ich immer so gehört habe am Morgen, wenn man da geteacht wird über die Flaggen, die wichtigste ist ja die rote Flagge, ne? Was bedeutet die? Ja, es gibt ein paar wichtige, aber die rote ist einer, wirklich kann man sagen, der wichtigsten. Zuvor muss man vielleicht denjenigen, der noch nie auf der Rennstrecke war, auch sagen, wo er die Flaggen denn sieht. Mhm. Und auf der Rennstrecke sind ja so Streckenposten, ne? Die sind so verteilt über die ganze Strecke. Je nachdem, meistens stehen die da, wo man auch drauf hinschaut, also in Blickführung quasi auch oft. Das ist bewusst so gewollt. Und da sitzen Streckenposten drin, die sind teils vielleicht auch Fans der Fahrer, aber nicht bei den Hobbyfahrern. Und die winken halt mit Flaggen, ja. Und das muss man halt so ein bisschen im Auge haben. Und es gibt aber auch Rennstrecken, da gibt es so LED-Panels, vor allem auf den neueren oder viele spanische Rennstrecken, aber ich glaube auch in Hockenheim gibt es das mittlerweile, die quasi im Blickführung dann so große LED-Panels sind, die dann die jeweilige Farbe zeigen. Das wird halt dann digital von der Race Control gesteuert und ist auch sehr effektiv. Wofür sind dann noch die Streckenposten da? Ja, die Streckenposten müssen natürlich da sein, damit die vielleicht im Worst Case irgendjemanden bergen können oder so. Ja, aber klar, aber auch für die Flaggen nach wie vor, obwohl die LED-Panels da sind, sagen wir mal, doppelt gemoppelt ist besser in dem Fall, dass wenn halt die Technik versagen würde, der Mensch auch noch da ist, aber eigentlich ist eher die Technik da, um das Versagen von Menschen zu retten. Ja. In dem Fall würde ich jetzt mal behaupten. Genau, und wie du schon gesagt hast, die rote Flagge ist eine der wichtigsten Flaggen. Klar, rot heißt immer Abbruch. Also der Turn oder das Rennen ist einfach abgebrochen. Aus irgendeinem für dich noch unerklärlichen Grund. Weil wenn du jetzt irgendwo dich gerade aufhältst auf der Strecke und kriegst auf einmal von einem Streckenboss eine rote Flagge, dann weißt du erst einmal noch gar nicht, was passiert ist. Das kann sein. Wie verhalte ich mich dann? Richtig, du weißt noch gar nicht, was passiert ist. Du hast die, im Endeffekt ist das Wichtigste erst einmal, dass du die Geschwindigkeit reduzierst, aber, großes Aber, berechenbar. Also berechenbar reduzieren, nicht vor Schreck den Anker schmeißen und um Gottes Willen, was ist jetzt? Weil es könnte ja sein, dass hinter dir noch einer ist, der die rote Flagge vielleicht erst eine Sekunde später sieht als du. Und damit musst du rechnen. Also ist immer ganz wichtig, die Geschwindigkeit berechenbar reduzieren. Und was ich dann auch immer mache, ist grundsätzlich mal die Hand langsam hochheben, ohne dabei das Gas zu machen, also in dem Fall linke oder den Fuß rausstrecken, damit der Hintermann auch realisiert, oh ja, der da vorne, der hat es auch schon gesehen oder wie auch immer, okay, wir wissen, alles klar, easy. Ne? Und da gilt dann mal grundsätzliches Überholverbot. Also absolutes, striktes Überholverbot. Und aus dem Grund ist es auch wichtig, dass man nicht zum Bummeln anfängt und nicht mit 30 km/h jetzt weiterfährt, weil man soll ja eigentlich zügig von der Rennstrecke runterkommen. Und da ja Überholverbot ist, passiert dann meist sowas, dass einer vorwegfährt mit 30 km/h, fälschlicherweise, und dann schon 10, 15 hinter dem sind und auch eigentlich nicht überholen dürfen und sich denken so, wir müssen runter. Ne? Es kann sein, dass eine Rettung rauf muss und die kann nicht rauf, solange wir hier rumtümpeln. Deswegen ist es ganz wichtig, die Rennstrecke quasi bei der nächsten Boxenausfahrt zu verlassen, nicht sonst irgendwo hinfahren, nicht in Kies, nicht in die Technische, nicht zum Streckenposten vorbeischauen, nein, die Runde fertig fahren und in die Box und das mit berechenbar reduzierter Geschwindigkeit, aber nicht mehr an seinem eigenen Limit, sodass man nicht nochmal einen Unfall verursacht. Ne? Mhm. Genau. Und als nächstes würde dann die gelbe Flagge kommen. Wofür ist die? Die gelbe Flagge ist grundsätzlich einmal, dass irgendwas passiert ist. So eine gelbe Flagge kann auch ursprünglich der Grund sein für die nachfolgende rote, das weiß man erst noch nicht. Gelb bedeutet eigentlich immer, unmittelbar vor dir, in der nächsten Kurve oder übernächsten Kurve, vor dir ist irgendwie was. Ne? Also es kann sein, dass da jemand gestürzt ist. Es kann sein, dass jemand einen technischen Defekt hat und vielleicht am Rand der Strecke steht oder vielleicht auch dumm wirklich auf der Linie irgendwo rumgondelt oder so oder gestürzt ist und gerade sein Moped versucht aufzustellen im Kies drin und dementsprechend vielleicht in der Einflugschneise liegt. Und da ist auch immer wichtig, dass ich die Geschwindigkeit berechenbar reduziere und nicht weiter baller, sondern einfach ein bisschen langsamer fahre, sodass ich halt vielleicht nicht den dann auch noch gefährde, weil wenn der gerade versucht, sein Moped aufzuheben im Kies und ich dann genau da stürze, dann steht er halt verdammt ungünstig und deswegen ist es wichtig, dass ich da ein bisschen reduziere und unter anderem, wie bei Rot auch, was denkst du?
Überholverbot. Richtig. Absolutes Überholverbot. Also das heißt, rot Überholverbot und Strecke zügig verlassen und gelb heißt, dass ich nicht überholen darf, aber ich bleibe auf der Strecke. Genau, erstmal bleibst du auf der Strecke. Ja. Erstmal. Und wenn ich vorbeigefahren bin an der gelben Flagge, dann? Dann könnte es sein, dass die, wenn die Gefahr behoben ist oder vorbei ist, dann könnte es sein, oder auf das warte man in der Regel, dass man quasi die, dass die mit der grünen Flagge abgewunken wird. Also das heißt, wenn auf gelb-grün folgt, heißt das, gelb ist erledigt. Zumindest jetzt für die nächste Runde, bis ich wieder da angelange. Weil es könnte ja sein, dass der Sturz nach wie vor in diesen 1,5-2 Minuten noch vorhanden ist oder das Problem. Und dann könnte ich ja wieder in diese Stelle quasi einlaufen. Und wenn grün gelb aufhebt, also das ist so, dann ist es so, dass du quasi ab da wieder absolut frei fahren kannst. Ja. Mhm. Das heißt, grün bedeutet freie Fahrt und wo wird dann grün noch gezeigt? Also grün wird manchmal, nicht immer, das kommt so ein bisschen auf die Rennstrecke drauf an. Oft ist es so, dass die Rennstrecken grün schwenken, wenn der Turn neu beginnt und die Gruppe quasi rausfährt auf die Strecke und dementsprechend die Leute wissen, okay, alles ready to go, wir können fahren, wir können Gas geben, das ist nichts, was uns behindert. Dann winken die gern die erste eine Runde mal grün. Aber meistens wird es benutzt, um quasi tatsächlich gelb aufzuheben. Also man weiß, okay, hier war ein Unfall, weil solange die nicht aufgehoben ist, kann es ja sein, dass gelb noch länger gilt. Ja. Ja, ist man sich selbst immer ein bisschen unsicher, weil manche Streckenposten vielleicht das auch nicht so akkurat machen. Dann war hier gelb, da war ein Unfall und dann wird das Gelb aber mit Grün nicht aufgehoben. Und man denkt sich, ja, ist jetzt hier immer noch gelb oder was ist denn jetzt? Nur weil es kann aber auch sein, dass der eine Streckenposten, der nach dem Unfall ist, vielleicht mit dem Unfall zu tun hat, dass der da mithilft und deswegen nicht in seinem Häuschen sitzt und dementsprechend nicht grün winken kann. Da muss man dann so ein bisschen selbst einschätzen, was ist denn jetzt? Aber im Zweifel, wenn ich mir unsicher bin, dann warte ich auf die grüne Flagge. Und wenn die nicht kommt, es kann auch sein, dass die Streckenposten in so einer Entscheidungsphase sind und sagen, okay, hier ist jetzt Unfall passiert, wir haben gelb, müssen wir den Turn abbrechen. Es kann auch sein, dass die sagen, hey, das ist uns hier gerade zu heikel, da liegen zu viele Teile rum, wir können den Turn nicht weiterführen, nicht unter gelb, wir müssen auf rot. Und dann kann das sein, dass das länger dauert und dann quasi die rote Flagge nach der gelben kommt. Das kann auch sein. Okay. Und wann würdest du jetzt selber einschätzen, dass es wieder geht? Weil ich habe es auch schon erlebt, dass mal gelb war. Es kam aber nie wieder eine grüne Flagge, weil die das vielleicht einfach nicht angezeigt haben. Dann werde ich aber nicht immer Runde für Runde da langsam rumeiern. Würdest du dann einfach die eine Runde quasi wie bei gelb fahren und aufmerksam sein und dann, wenn du siehst, dort ist vielleicht nicht mehr gelb, oder wie würdest du das einschätzen? Ich beobachte dabei die Streckenposten, die quasi kommen. Also wenn ich bin an der Gefahrenstelle vorbeigefahren und dann schaue ich, ist noch irgendwas und gucke eigentlich die Streckenposten bewusst an. Ich habe immer noch Speed rausgenommen, nicht langsam, aber immer kontrollierbar, sodass ich theoretisch alles machen kann und beobachte die Streckenposten. Ich suche mir die Streckenposten und sage, was tun die? Sind die gerade irgendwo am Rennen oder sitzt der einfach in seinem Häuschen drin und schaut zu? Und da warte ich halt ein bisschen ab. Ja. Und so versuche ich dann die Situation einzuschätzen. Ist ja noch wirklich Alarm und die zeigen es nur nicht oder hat der einfach die grüne Flagge vergessen? Aber kalkuliere dann damit, dass ich, wenn ich wieder die Runde fahre, dass ich vielleicht dann wieder auf die Unfallstelle, aber da wird dann in der Regel wieder gelb geschwungen. Ja. Aber da muss man schon so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Vor allem ist es auch von Land zu Land unterschiedlich, von Rennstrecke zu Rennstrecke. Das ist nicht immer ganz identisch. Okay. Also, egal ob in Spanien, Italien oder Deutschland oder Ungarn, Slowakei, Tschechei, gibt es so verschiedene Sachen. Ne? Ja, habe ich auch schon gemerkt. Ja. Okay, und die nächste Flagge wäre ja dann noch, um den Turn zu beenden. Was ist das für eine Flagge? Wir haben die sogenannte Checkered Flag, also die schwarz-weiß karierte. Ja. Die wird in der Regel, wenn dann nur auf der Startziel geschwungen. Wenn der Turn oder das Rennen vorbei ist. Die schwarz-weiße sieht man eigentlich nie irgendwo anders, sondern nur auf der Startziel. Und das bedeutet im Endeffekt, okay, das war jetzt deine letzte fliegende Runde, entweder im Rennen oder im normalen Turn, und du hast jetzt diese Runde fertig zu fahren und in die Box zu kommen. Da gilt im Endeffekt, dass du, also machen viele den Fehler, dass die, wenn die das sehen, auch das Gas zu machen auf der Startziel. Und das musst du nicht und das solltest du auch nicht. Ist ja eigentlich noch eine normale Runde, ist eine normale Runde.
quasi vor der letzten Kurve sozusagen oder je nachdem, genau, wo die Ausfahrt ist, dann nehme ich das Tempo runter, zeige an, dass ich rausfahre und beende dann die Runde. Genau, beende die Runde am Ende. Und einfach auf der Startzielgerade noch draufbleiben am Gas und nicht überverfrüht quasi das Gas schließen und die Bremse ziehen, weil der Hintermann will vielleicht noch die Runde irgendwie zügig fertig fahren oder ist bei dir im Windschatten und wurde vielleicht auch von dieser karierten Flagge überrascht, dass die jetzt schon ist und es hat schon tatsächlich oft gegeben, dass dann jemand dachte so, ach, endlich Turn vorbei, Gas zu und dann hat es total unnötige Unfälle, also richtig krasse Unfälle schon gegeben. Ich habe die Jacket Flag mal übersehen und auf einmal komme ich und da steht jemand auf der Strecke und zeigt hier rot rausfahren, da habe ich mich auch erschreckt. Also deswegen zum Beispiel in Brünn habe ich mal gesehen, dass sie auch rot in der letzten Kurve gezeigt haben und ich habe mir dann immer Sorgen gemacht, ob jetzt ein Unfall passiert ist. Ja. Ist das immer nur beim Unfall oder wird die auch so angezeigt? Es kommt so ein bisschen auf die Strecke drauf an, auf deren Time-Management. Brünn macht das eigentlich sehr gut. Die versuchen, die 20-Minuten-Turns so nah aneinander wie möglich zu tacken. Ja. Und damit die Leute quasi nicht die Checkered-Flag übersehen und dann noch eine Runde fahren und noch eine Runde fahren quasi, beenden die den Turn mit Rot. Und da ist quasi in der vorletzten Kurve, nach der Kevin Schwanz, fängt der Streckenposten schon an mit Rot. Und oben bei der Boxeneinfahrt stehen die lebensmüden zwei Streckenposten mit ihren, die gefühlt 100 Jahre alt sind, mit ihren Schild Pit in. Und stehen die da und sind schon ein paar Mal bestimmt davon gelaufen, wenn es wieder jemand übersehen hat. Ja. Aber die Chance, dass es dann übersehen, ist relativ gering. Und so sind die dadurch in der Lage, die Turns so nah aneinander zu ketten wie nur möglich. Okay, das heißt, das Wichtigste ist eigentlich jetzt für uns Fahrer zu wissen, rot heißt immer die Strecke verlassen bei der nächsten Ausfahrt. Also bei der nächsten Möglichkeit. Gut. Und Armheben oder Fußradstrecken, so nach dem Motto 10, berechenbar, Geschwindigkeit reduzieren und vor allem absolutes Überholverbot. Ja. Nicht bummeln. Und was ja noch mit dem Überholen zu tun hat, ist ja die blaue Flagge. Erklär die doch mal. Die blaue Flagge wird selten gezeigt. Ich habe sie noch nie gesehen. Ehrlich? Noch nie? Nee. Also wird selten gezeigt. Da gibt es einen Grund dafür, auf den gehen wir noch genauer ein. Ich erkläre ihn aber kurz. Da geht es einfach darum, dass du nicht verunsichert wirst, wenn du die blaue Flagge gezeigt bekommst, weil das hat damit zu tun, dass irgendjemand von hinten kommt, der dich überholen will. Mhm. Das heißt, du sollst quasi freigeben zum Überholen, mehr oder weniger. Die Rennstrecken machen das bewusst nicht, weil sie damit mehr Verwirrung bringen als Nutzen. Eben, wie würde ich mich denn verhalten, wenn die blaue Flagge ist? Und was genau mache ich dann? Genau das ist das Thema eigentlich für ein nächstes Video, aber im Endeffekt einfach nichts, weil du fährst einfach deinen Stiefel weiter, Punkt. Du musst, wo es wirklich am sinnvollsten ist, ist zum Beispiel beim Sprintrennen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, in einem Sprintrennen mitfährst und fährst vielleicht im letzten Drittel des Feldes, sage ich jetzt mal, einfach nur so als Beispiel, und es kommt jetzt von vorne ein ganz schneller Fahrer, der das Feld überrunden kann. Mhm. Und dann rechnet man dann vielleicht noch nicht damit, ne? Weil auf einmal einer mit 20 Sekunden Überschuss an dir vorbeifährt, da tut es halt einen Dumpfen. Und damit bereiten dich die Streckenposten darauf vor. Es wird aber im Endeffekt nicht genutzt. Stell dir vor, das ist ein Langstreckenrennen, da wo sowieso alles vermischt ist. Da wissen ja die Streckenposten ja nicht, da können sie dauerblau schwenken, weil das würde ja gar keinen Sinn machen. Von dem her wird es auch wenig genutzt, muss man sagen. Okay, aber das Überholen ist ja sowieso so ein großes Thema. Das machen wir dann nochmal in einem extra Video und da wird es dann nochmal genauer erklärt. Genau, absolut. Ja, was haben wir noch für Flaggen? Ja, rot-gelb. Genau, rot-gelb gestreift. Weißt du, was das ist? Ja. Ja, was ist es? Verschmutzung auf der Fahrbahn. Richtig. In verschiedenen Arten. Also Öl oder es liegt vielleicht ein Teil rum oder Schotter oder plötzliche Nässe oder. Schmutzflagge, ganz klar. Ja. Also Öl, Dreck, Kies, irgendwas dergleichen. Plötzlicher Regen nicht, sondern eventuell noch feuchte Flecken. Ah, okay. Das heißt, wenn du jetzt morgens rausgehst und es macht den vermeintlichen Eindruck, es ist trocken. Ja. Und da ist noch irgendwo eine Stelle, die noch feuchte Stellen hat, dann schwenken die rot-gelb. Mhm. Wichtig ist, was viele nicht wissen, rot-gelb ist kein Überholverbot. Okay. Also du musst jetzt deswegen nicht langsamer fahren, sondern es ist nur für dich zu wissen, dass du weißt, okay, hier könnte irgendwie gebundenes Öl sein. Das ist ja dann meistens eh länger dort, ne? Nicht nur eine Stunde, sondern ein ganzes Event. Das heißt, einer muss dann ein ganzes Event lang hier wedeln, oder was? Der macht es zumindest so lang, bis er ausschließen kann, dass er weiß, dass es jetzt jeder weiß. Also er macht es halt jeden Turn
Ja. Von den vier Gruppen, sage ich jetzt mal, und dann vielleicht noch jeweils zweimal und dann müssen sie es wissen, die Leute. Aber wenn da jetzt ein Auspuff liegt zum Beispiel und die Flagge ist dann nicht mehr da, dann könnte ich ja denken, dass der Auspuff weggeräumt wurde. Ja, also normalerweise, wenn es da ein kaputtes Teil von, es gibt es ja, Auspuff hast du erlebt, oder Knieschleifer, ja, oder alle möglichen Sachen, die vom Moped abfallen können, was nicht soll, aber könnte, dann soll tatsächlich, solange das auch da liegt, die Flagge geschwungen werden. Und es gibt Streckenposten, die nutzen dann so ein Gap von 20 Sekunden aus, wenn da keiner fährt, dass die kurz auf die Strecke laufen und das wegnehmen und dann ist auch die Flagge weg, logischerweise. Ja. Aber wichtig ist, dass es kein Überholverbot ist und dass es nichts bedeutet für den Verkehr. Also man kann ganz normal weiterfahren, man muss das einfach nur bedenken, was auf einen zukommt. Außer diese gestreifte, rot-gelb gestreifte Flagge kommt in Kombination mit der gelben Flagge. Mhm. Weil es könnte ja sein, dass einer einen Unfall gebaut hat, einen Sturz hatte, dadurch Dreck quasi auf der Straße liegt, ja, also sprich eher Kies verteilt hat, durch das, dass er vielleicht einmal durchs Kies durch ist oder und wieder raus ist. Kommt aus seinem Motorrad raus. Genau, Motorschaden, ja, hat, Motorschaden, ja, hat. Ja klar, mit einem kaputten Bike dasteht, hat Motorschaden und erst 500 Meter eine Öllinie, ja, gezogen hat. Mir ist das schon passiert, ich hatte schon einen Motorschaden dieser Art, ja, im Slowakiering. Und klar, da gibt es dann Gelb-Rot, ja, also Gelb-Rot und Gelb. Und da, okay, zählt dann wieder das Überholverbot und das Geschwindigkeit reduzieren. Okay, also um es, ja, jetzt nochmal kurz klar zu machen. Nur Rot heißt Überholverbot, Strecke verlassen. Gelb heißt aufpassen, nicht Strecke verlassen, aber Überholverbot. Und Gelb-Rot, die Flagge, die gestreifte, heißt Achtung verschmutzt, aber es bedeutet nicht Überholverbot. Genau, genau. Also nur in Kombination mit Gelb. Genau, nur in Kombination, okay, mit Gelb oder vielleicht auch in Kombination mit Rot. Ja. Weil wenn quasi der Turn abgebrochen werden muss, weil der Unfall so krass war, dann kann es sein, dass aber trotzdem ja Öl da liegt, ja, und dann kommt es in Kombination, dann winken die Streckenposten auch beides. Okay. Ja. Gibt es denn sonst noch Flaggen, welche wir jetzt noch nicht durchgegangen sind? Die einzige, die wohl noch vielleicht relevant ist, aber nicht oft gezeigt wird, ist die schwarze Flagge, die sogenannte Disqualifizierungsflagge. Die könnte man zum Beispiel kriegen, wenn man zum Beispiel zu laut ist, wenn eine Rennstrecke ein dB-Limit hat, ja, dann bist du halt zu laut und dann kriegst du die schwarze Flagge gezeigt. Viele wissen damit eigentlich gar nicht umzugehen und sehen die gar nicht so richtig. Aber wenn man sich wundert, dass ein Streckenposten irgendwann schon so mit der Flagge auf dich zeigt, nach der dritten Runde, dann könntest du vielleicht damit gemeint sein. Dann sollte man mal rausfahren, oder? Sollte man rausfahren, okay, und die Rennstrecke möglichst schnell verlassen. Das hat irgendeinen Grund. Ja, gut. Dann will jemand mit dir reden. Bei welchen Strecken gibt es denn diese dB-Begrenzung oder sowas? Weil ich habe das noch nie erlebt und mich fragen immer alle, bist du nicht viel zu laut mit deiner, ja, Panigale? Und ich habe aber noch nie ein Problem gehabt. Also, ja, wo ist denn das? Also Gott sei Dank, auf den Strecken, wo wir uns bewegen, ist das, ja, nicht so der Fall. Also ich finde das ja cool, weil ich meine, wir fahren Brünn, Slowakei, Pannonia, ja, so diese osteuropäischen. Und die haben auch den Flair, den ich mag. Und ich bin froh, dass es da keine dB-Limits gibt. Aber die dB-Limit ist eine Katastrophe am Sachsenring. Also wirklich, ist wirklich ganz, ganz schlimm. Da müssen die teilweise vom Gas runtergehen, wenn sie unter die Messung durchfahren und so, damit sie nicht rausfliegen. Hockenheim ist ein Problem, Belgien in Spa ist ein Problem, die Italiener, da geht es schon schön langsam los. Misano fangen sie auch schon an. Da ist zumindest dann obligatorisch dB-Killer-Pflicht, okay, auch wenn die Messung nicht so wirklich stattfindet. Manche spanischen Rennstrecken fangen schon an, also es wird immer schwieriger. Okay. Aber in den Ostblockländern ist es eigentlich kein Thema. Na, zum Glück. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Die Strecke geht auf jeden Fall noch weiter mit dem Verhalten auf der Rennstrecke und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, bis bald, ciao, ciao.